Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, Lokal ist abgebrannt. Schock für Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, 64, sein Lokal ist offenbar abgebrannt. Der Ex-Mann von Prinzessin Lilly zu sein Wittgenstein, 51, teilte die Nachricht selbst in den sozialen Medien. Auf seiner Facebook-Seite schrieb der Unternehmer, eine Bückeburger Institution fiel heute Nacht den Flammen zum Opfer. Unser Lillys im Schlosspark war lange Zeit vor allem ein Treffpunkt für Musiker. Die Jam-Sessions dort waren legendär. Für mich ist das auch ein persönlicher Verlust. 1997 habe ich dieses einst sehr erfolgreiche Lokal mit Schaumburgs größtem Biergarten mit viel Herzblut aufgebaut. Komma, wird das alles jetzt nur noch Erinnerung sein? Dazu postete er Bilder, die das Gebäude in Flammen stehend zeigen. Sogar aus der Luft ist das große Feuer offenbar bekämpft worden. Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe fragt sich in dem Posting abschließend, war es etwa Brandstiftung? Auch seine Follower, innen sind entsetzt, um Himmels Willen. Wir hatten damals einen herrlichen Abend dort. Das tut weh, fühlt jemand mit. Eine andere schreibt, ohaha, nein. Ist das traurig? Da muss man erstmal mit klarkommen. Wie furchtbar. Es tut so sehr leid. Wie Bild erfahren haben will, soll in der Küche des verpachteten Gebäudes zuvor Essen für eine bevorstehende Veranstaltung gekocht worden sein. Die Ermittlungen über mögliche Gründe für den Brand laufen demnach. Verwendete Quelle: facebook.com, Bild.de.